Thank you.
Liebes Publikum, herzlich willkommen zu unserem Konzert hier am 1. Mai im Rahmen der Eröffnung der Ruhrfestspiele 2021. Ja, besondere Zeiten bescheren uns besondere Konzertformate und manchmal auch ganz besondere Konzertorte. Und wir spielen heute alte Musik, umgeben von alten Autos. Und deswegen geht unser ganz großes Dankeschön als erstes Mal an unsere Gastgeber Sven und Lars Bienig, die uns ihre Werkstatt ihres Meisterbetriebs zur Verfügung gestellt haben und die auch noch einige ihrer schönsten Oldtimer wunderbar um uns herum drapiert haben. Schauen Sie sich also gerne ein bisschen um. Das können Sie ja mit der 3D-Kameratechnik, wenn Sie die Tasten Ihrer Fernbedienung oder die Maustasten oder am Touchpad mit den Fingern bewegen, dann können Sie sich rundum hier umschauen, während Sie der Musik lauschen. Und das Programm, das heißt Gassenhauer. Die Definition dieses Begriffs aus dem 17. Jahrhundert, die lautet Lieder, die man mit der Lauten schlägt. Und da steckt natürlich schon die Wortverwandtschaft ganz klar drin zum heutigen Begriff des Schlagers oder des Hits. Und genau das machen wir heute. Wir spielen Schlager und Hits der alten Musik. Und die Stücke, die dabei sind heute, das sind alles Ground-Kompositionen. Das heißt, wir haben bei jedem dieser Stücke einen Bass oder eine Harmoniefolge, die sich immer wiederholt. Und damit Sie sich das ein bisschen vorstellen können, spielt Yuichi jetzt mal für Sie den Ground der beiden folgenden Stücke. Ja, und den wiederholt er jetzt immer, immer wieder. Und ständige Wiederholung, das klingt vielleicht erstmal nicht so spannend, ist es aber natürlich doch. Denn über diesen wiederkehrenden Ground erklingen immer neue Melodien. Mal verträumt und ruhig, mal sehr virtuos, wie Sie das ja alles gerade schon in Vivaldis La Follia gehört haben. Dem Erfindungsreichtum der Komponisten sind da gar keine Grenzen gesetzt und auch uns Spielerinnen und Spielern eröffnen diese Grounds noch ganz vielfältige Möglichkeiten zur Improvisation und zur ganz individuellen Ausgestaltung. Und damit geht es jetzt weiter. Sie hören verschiedene Grounds aus ganz Europa. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Zuhören und ein schönes Konzert. Thank you.
Das Stück, das wir gerade für Sie gespielt haben, das haben Sie vermutlich alle erkannt. Das ist wirklich eines der berühmtesten Stücke der Barockzeit, der Kanon in D von Johann Pachelbel. Und er selber hätte sich vermutlich nicht träumen lassen, dass sein Stück auch 300 Jahre später noch so unglaublich beliebt ist und dass es verwendet wird, zum Beispiel in der Werbung für Jeans, für Parfums, für Fluggesellschaften. Und auch die Popmusik hat dieses Stück natürlich längst entdeckt und in ganz vielen Songs weiterverarbeitet. Wir gehen jetzt auch weiter im Programm mit Musik aus England und Italien. Und mit Sir Old Simon und Greensleeves spielen wir für Sie zwei der wirklich beliebtesten Melodien des 17. Jahrhunderts, zwei sehr unterschiedliche Melodien. Die Geschichte von Sir Old Simon, die führt uns direkt in eine englische Kneipe. Und dort geht es sehr fröhlich zu und sehr frech. Während Greensleeves ein ganz anderes Stück ist, dort besingt ein sehr trauriger Liebender seine unerreichbare Lady Greensleeves. Und dazwischen erklingt eine Chaconne von Merula und beenden werden wir das Programm dann mit einer Bergamasca. Ein sehr schneller Tanz, der schon in Shakespeares Sommernachtstraum getanzt wurde und heute in einer Vertonung von Marco Uccellini. Und damit entlassen wir Sie dann in einen beschwingten und sonnigen 1. Mai. Viel Vergnügen. Thank you.
Vielen Dank. Das war's von uns, von Caterva Musica hier aus der Autolackiererei Bienig in Recklinghausen. Wir hatten viel Spaß beim Spielen und wir haben uns sehr gefreut, für Sie zu spielen. Und wenn Sie uns jetzt live zuhören und noch eine Frage oder eine Anmerkung haben, dann besuchen Sie uns gerne noch in unserem Online-Musikzimmer. Den Link dazu finden Sie unter dem Video und da werden Sie dann weitergeleitet. Ansonsten, wenn Ihnen dieses Konzert gefallen hat, dann haben Sie vielleicht auch Lust, morgen ein weiteres an dieser Stelle zu besuchen. Wir spielen morgen hier in dieser Werkstatt noch einmal mit einer Besetzung Cembalo, Blockflöte und Fagott und spielen Vivaldi in der Werkstatt. Musik von Vivaldi, Telemann und anderen Komponisten des 18. Jahrhunderts. Nun bleibt uns nur noch auf Wiedersehen zu sagen. Wir hoffen, Sie hatten ein schönes Konzert und wünschen Ihnen noch einen schönen 1. Mai. Tschüss!